Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time von Shadowlorn. Ja, im letzten Part sind wir in der Zukunft angekommen, nachdem wir das Master Schwert rausgezogen haben und es erklärt wurde, ey, deine Schuld, dass Ganondorf jetzt böse und so mächtig geworden ist. Ja, sorry, es war keine Absicht und so. Na gut, okay, kann man nichts machen. Dann haben wir den Hinweis von Sheik bekommen, oder von dem Sheik, dass wir nach Kakariko gehen sollen und dort eben einen Ausrüstungsgegenstand holen sollen, damit wir in den Waldtempel kommen. Wollen wir auch da gleich mal hingehen? Da vorne haben, oben haben wir auch den Todesberg. Das ist ja, die gerade zu dunkel. Die hyjanische Steppe in der Nacht. 7 Jahre in der Zukunft. Irgendwie hat sich auch die Melodie geändert. Na so jetzt. Ah, oder? Oh, warte mal. Nee, es wird gar nicht mehr dunkler. Oder? Naja, was soll's. Wollen wir mal auf den Weg zum Kakariko-Friedhof. Na gut, es ist doch dunkler. Ja. Zum Kakariko-Friedhof machen. Ja, yep, jetzt ist es finsterste, finstere Nacht. Die finster ist, wohlgemerkt. Tja, und schon sind wir in Kakariko. Das Dorf sollte jetzt endlich fertig gebaut sein, ne? Warum ist es hier auf einmal so rot? So ohne Scheiß. Der Bau sieht auch komisch aus. Ohne Witz. Der sieht sehr, sehr komisch aus, der Bau, finde ich. Auf einmal. Was soll's. Bomben im Busch, cool. Naja denn, wenn wir schon mal hier sind, Moment mal. Da oben steht da jemand. Ah, reden wir doch einfach mal mit denen. Tja. Holen wir mal kurz die Navi raus. Übrigens habe ich auch mal ein Hinweis bekommen. Ach so, der Typ hier, der Sachen kaufen tut. Du. Bitte, verkaufe mir etwas mit C. Bitte verkaufe mir etwas. Bitte, in einer Flasche. Nein, nein. Und nochmals, nein? Gibt's doch nicht. Hallo? Okay, wer steht denn da oben? Okay. Hatsch. Falsch. Machen wir nochmal in die Ego-Perspektive. Der ist der Typ da. Komischer Kerl. Siehst du das dann hier aus? Irgendwas passiert auf dem Todesberg. Was denn? Ist. Ach du Scheiße. Was ist denn da los? Sollten wir vielleicht auch mal irgendwann hingehen. Aber erstmal wollen wir doch mal ein bisschen hier umsehen. Schießbude? Okay. Interessant, wir haben aus der anderen Baustelle eine Schießbude gemacht. Vielleicht sollten wir uns hier auch mal umsehen, aber vielleicht rede ich erstmal mit. Upsala, das war Dekunus. Die Hüterfrau ist weg. Vielleicht auch, weil es dunkel ist. Gehen wir doch mal direkt zum Friedhof und holen uns das komische Item, von dem Sheik geredet hat. Vielleicht brauchen wir. Er sagt ja, dass wir es brauchen werden. Also, vielleicht ist es sehr wichtig. Wenn du schon sagst, dass es richtig sein sollte, dann, ja, wahrscheinlich schon. Aber was jetzt? Vielleicht sollte ich aufhören, diesen Schlüppel zu benutzen. Kommen wir da rein? Jo, kommen wir. Sehr schön. Reden wir einfach mal mit den Friedhofs. Hütte des Totengräbers, wo ist denn da hin? Des Totengräbers Tagebuch. Willst du es lesen? Ja, klar. Wer immer dies liest, der möge mein Grab betreten. Ich gebe ihm meinen langen, kurzen Schatz. Ich warte. Boris. Er ist tot. Das ist nicht so cool. Tja, aber Leute, ihr habt's gehört. Jetzt sollen wir die Grabsteine verschieben. Und das Grab vom Bomgas ist dann das Grab vom Boris. Hey! Min Jung, nix da. Das ist also diesen Irrlicht da, von dem geredet wurde. Und wir haben es mal eben platt gemacht. Sehr schön. Jetzt könnten wir dieses Ding da mit der Flasche einfangen. Da meine Flaschen bereits mit Fingern gefüllt sind, lasse ich es sein. Oh, das Master Chef macht wirklich schön Damage. Welches ist denn das Grab von Boris? Lesen kann ich anscheinend hier nicht. Na gut, will ich einfach mal eben. Da gut, da ist das Ding jetzt gerade verschwunden. Mach ich einfach mal das Grab hier auf. Ist ja zumindest irgendwie gekennzeichnet. Okay, gehen wir mal rein. Vielleicht ist das ja das Grab von Boris. Dort neuesten. Nein, ist es nicht. Na schön. Dann gucken wir nach einem anderen Grabstein. Aber wie gesagt, diese Irrlichter, die tauchen jetzt mal immer hier in der Nacht irgendwo. Ah, ne, da liegt. Da war ja schon. Aber 2 Treffer schon erledigt. Ist so cool. Na schön, dann wollen wir mal gucken.
Wenn sie, ah, da vorne liegt noch so ein Ding. Na kommst du. Kommst du wohl her? Mann, mach ihn da. Ja genau, mit Z. Ah, ich hab schon, weiß nicht, bin ich nicht mehr gespielt. Lies doch mal das hier. Königsgrab. Na gut, da wird der Boss mit Sicherheit nicht liegen. Obwohl, vielleicht ja doch. Nein, dich hat schon mal nicht verschieden. Wo könnte Boris nur sein? Muss ja irgendein Grabstein sein, der irgendwie kennzeichnet ist. Da war ein Herzteil. Bleibst du wohl hier, Freundchen? Es ist ja unsichtbar. Das kann ich hier nicht treffen. Allerdings warte ich einfach, bis er wieder sichtbar wird. Aha, okay. Er kann es also immer noch angreifen, während er unsichtbar ist. Macht Sinn. Aber dass sie nicht angreifen können, macht nicht so viel Sinn. Ich kann mich alle verschieben, wie es aussieht. WTF. Na gut, okay. Wie sollen wir denn da oben hinkommen? Na egal. Erst einmal Aktion. Wollen wir mal... Das hier ist auch wieder besonders gekennzeichnet. Vielleicht ist das ja das Grab von Boris. Irgendwo muss es ja sein, nicht wahr? Und ab dafür. Oder ist es noch ein Grab mit einem Zombie? Na... Wo zur Hölle bin ich hier? Ah, da sehe ich das Grab von Boris. Da vorne habe ich Boris, den Totengräber. Da wollen wir mal gleich mal zu ihm hingehen. Erstmal schaue ich mal hier nach. Jetzt geht jetzt gerne wieder ein Herz. Na gute Dekulus ist auch nicht falsch. Na, mein da. Meine Güte. Als großer Ding, die Fäser kaputt zu machen, ist schon ein bisschen was anderes. Na, geht doch. Und wieder ein Herz drin. Sehr schön. Aber wollen wir mal hier mit diesen unseren lieben Totengräber reden. Junge, bist du gut zu Fuß? Ich ziehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ganz schön schnell. Lass es uns die Wette laufen, wenn du es bis zum, wenn du es jetzt zutraust. Klar, wird schon. Okay, ahaha, aber Problem ist also, der verteilt mir eben seine Flämmchen. Überall. Muss ich ihn eigentlich auch überholen oder muss ich einfach nur... Aha, okay. Gut zu wissen. Wahrscheinlich geht's, wahrscheinlich sind sie überall... Autsch. Oh, ah, Mann. Ah, nee, das wird schon nichts mehr. Das steht schon mal fest. Na, okay, wenigstens hat hier noch seine Flamme. Wahrscheinlich darf ich nicht zu langsam sein. Okay. Gut, doch. Sieht vielleicht ganz gut aus. Da muss ich. Aha, diese Viren sind also wahrscheinlich dann Sache, um mich vom richtigen Weg abzubringen. Aber ich lasse mich doch nicht so einfach da verarschen, oder, Leute? Das wäre auch noch gelacht. Aber gerade ein bisschen viel Quatsch ist gerade nicht drin, Leute. Tut mir leid. Muss ich gerade so ein bisschen darauf konzentrieren, dass ich die Typen nicht aus den Augen verliere, weil ich ein bisschen die Steuerung wieder vergessen habe. Das finde ich ein bisschen scheiße, gebe ich zu. Okay, da oben muss ich hin. Aber er scheint auch auf mich zu warten, regelrecht. Interessant. Okay, und ja. Ach du, mein lieber Gesangsverein. Meine Güte, unfair. Das ist voll unfair. Oh, oh. Ah, sieht aus, jetzt ist es geschafft. Oder? Die Zeit beträgt 1 Minute 8. Junge, du bist gut zu Fuß, was? Zur Belohnung werde ich dir meine Fanghaken anvertrauen. Damit wirst du nun an Orte gelangen, die bisher außerhalb deiner Reichweite lagen. Besuch mich doch mal wieder, wenn du in der Gegend bist. Dann gebe ich dir wieder etwas Wertvolles. Noch etwas. Sei auf deinem Rückweg sehr vorsichtig. Hä? Auf meinem Rückweg? Was habt ihr da schon wieder los? Aber egal, dafür ist auch der Geist des Boris erlöst worden, regelrecht. Und wir kriegen dafür den Fanghaken, von dem er erzählt hat. Yeah. Das ist das Item, von dem Sheik erzählte. Mal sehen, wie der funktioniert, ne? Der Fanghaken. Im Gegenstandsmenü kannst du ihn auf die Steuerknüppel packen, ist ja klar. Benutze ihn, um entfernte Objekte zu dir zu holen oder um dich an ein Objekt heranzuziehen. Halte C gedrückt, um zu umziele mit dem Steuerknüppel. Lässt du C los, schießt der Fanghaken ab. Na super. Ich sollte vielleicht echt darüber nachdenken, dass die C-Steuerung echt mal woanders im Plan C. Okay. Warum machst du das immer wieder, ne? Wisst ihr was? Hey! Sieht das nicht aus wie das Symbol am Zeitportal? Vielleicht muss dann hier die Hymne der Zeit spielen. Wie ging die nochmal? Gut, dass man dafür ja immer wieder hier das nachgucken kann. Na komm. So, das Ding, die Fonas-Lied, Salias-Lied, Hymne der Zeit. Gut, okay.
ist okay. Das haut wohin. Na Quatsch. Mal sehen, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir hoffe. Wäre schon toll. Jawohl, sehr schön. Auf einmal verschwinden also die Dinger wahrscheinlich wieder so Zeitdingens. So eine Zeitkiste. Und jetzt kommen wir rüber. Supi. Na komm, hoch mit dir. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wo kommen wir da jetzt hin? In der Windmühle. Oh, cool. Ey, cool, jetzt können wir auch an das Herz herankommen. Yeah. Aber warum hat davon erzählt, dass wir auf dem Rückweg vorsichtig sein sollen? Das macht doch gar keinen Sinn dann. So, dann hätte ich dann... Nein. Nein, aus. Hätte ich auch gerne das Herzteil, sagte ich, wollte ich gerade sagen. So. Jawohl, Herzteil Nummer 2. Ein Herzteil, wenn du noch... Ach, 30er schon. Wenn du noch ein Herzteil, dann erhöht sich deine Energieleistung um einen Herzcontainer. Sehr schön, das habe ich auch eigentlich, dieses Herzteil. Läuft doch super. Und dann wollen wir nochmal eben... Hoppala. Reden doch mal mit diesen lustigen Gesellen hier. Hallöchen. Ich werde nie vergessen, was vor 7 Jahren geschehen ist. Daran ist nur dieser Typ mit seinen Ocarina schuld. Wenn er sich noch mal sehen lässt, kann er etwas erleben. Was? Was zur Hölle? Ach so, weil wegen den... weil wir das Heilige Leichtkräftet haben. Ah, hat sich also rumgesprochen. Hoppala. Nun ja denn, haben wir auch jetzt das hier geschafft, ne? Haben wir auch jetzt den Fanghaken und dann können wir auch jetzt zum Wald hinüberschreiten. Aber mich interessiert diese Schießbude hier. Echt? Die interessiert mich. Geh auch mal rein. Na komm. Schießbude, nur tagsüber geöffnet. Ach, was soll's, dann eben nichts. Mal sehen, was jetzt. Die Kiste kann ich ja eben in der Rolle zerstören. Na schön. Na gut, was mache ich jetzt? Ich werde wahrscheinlich dann jetzt mal eigentlich mal auf den Weg machen zum... Wohl, richtig. Na komm. Zum Wald. Zum Kokiri-Wald. Wo ja auch das, der erste der 6 Weisen sein soll, den ich jetzt, ja, jetzt hier befreien soll. Mal sehen, was der, wer sein kann. Sie sagt ja, ist ein alter Bekannter von uns. Wer könnte es bloß sein? Vielleicht Nido. Na, wäre ein bisschen merkwürdig, aber wer weiß. So, die Hylianische Steppe bei Nacht. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich würde mich aber echt, eine weitere Flasche würde mich echt freuen. Da könnte ich eigentlich diese Phantome fangen und verkaufen. Das wäre echt cool. Und ich warte einfach mal, bis ich einmal verrecke oder einfach ganz dringend eine Heilung brauche. Ich hoffe aber, dass dies nicht so schnell passieren wird. Weder dass ich verrecke noch, dass ich ganz dringend eine Heilung brauche. Werden wir sehen. Aber erstmal auf zum Wald. Das kann jetzt ein klein wenig dauern. Denke ich mal. Obwohl, geht es dir eigentlich jetzt schon? Das würde mich jetzt echt interessieren. Das würde mich jetzt echt interessieren. Wo haben wir denn Ephonas Lied? Okay, machen wir eben das. Vielleicht geht es ja jetzt schon. Nee. Quatsch. So. Irgendwie so war es doch. Ah, meine Güte. Ich kann mir sowas einfach nicht merken. Ephonas Lied. Passiert nichts. Vielleicht soll ich vorher schon Non-Ranch. Nee. Mach ich dann nachher. Ich gehe erstmal zum Wald. Und dann gehe ich dann, nachdem ich den Wald abgeschossen habe, zur London Ranch. Aber vorher roll ich diesen Baum an. Also interessant. 7 Jahre später. 7 Jahre zuvor sind auf der Lianischen Steppe nachts immer Zombies, Skelette aufgetaucht. Jetzt, 7 Jahre später, taucht hier nichts mehr auf. Ist es nicht irgendwie falsch? In gewisser Art und Weise? Finde ich zumindest. Na egal. Wollen wir jetzt mal hier Putzbaum. Sehr schön. Ich frage mich, ob es diese Eule immer noch gibt. Das würde mich interessieren, ob die Eule auch noch da ist. Oder ob sie jetzt, Exitus ist. Nichts drin. Schade. Oh, das ist ja doch gerade wieder hell. Sehr schön. Ich würde sagen, dann warte ich einfach mal, bis wieder hell ist. Obwohl, ein bisschen drauf muss ich ja noch. Vielleicht ist es ja hell, bevor ich in Kokiri-Wald ankomme. Na komm, ein bisschen warte ich jetzt aber noch. Komme ich des Tags in Kokiri-Wald an. Oder Kokiri-Dorf. Genau, darauf habe ich gewartet. Und nun betreten wir das Kokiri-Dorf. Nicht ganz. Erstmal über die Brücke hier. Ja, da war ja was. Und somit betreten wir nun das Dorf Kokiri. Was zur Hölle ist hier passiert, Leute?
Das werden wir im nächsten Part erfahren. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr es wollt. Macht es gut!